Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es wird gleich mal spannend. Der erste M-Plus Run der neuen Season, wir gehen direkt mal einen 15er Key und es wird direkt mal Spitzen des Aufstiegs plus 15. Könnte ein interessanter Key werden, ja, da müssen wir jetzt mal abwarten, wie sich das am Ende so... wie das am Ende so läuft. Aber wir haben eine gute Truppe, würde ich sagen, zusammen. Die Leute haben Experience, das auf jeden Fall. Und ja, ich mache mir jetzt mal keine allzu großen Sorgen. Hoffe, wir kommen hier durch. Und habe auch mit allen abgeklärt, wenn es jetzt kein In-Time wird, dass wir dann trotzdem nach Möglichkeit alle zusammenbleiben. Das wäre ganz sexy, würde ich sagen. Ich bin jetzt für... die Inni wirklich komplett Single-Target drin. Ich habe auch hier das, auch wenn es beim Trash wahrscheinlich besser wäre und ich overall über die Inni mehr DPS machen würde, aber ich bin trotzdem komplett Single-Target, habe auch das Starfall-Talent nicht mit drin. Einfach aus dem Grund, weil ich glaube, hier der AE-Schaden beim Trash, das ist nicht unser Problem. Da haben wir Klassen mit dem Ele-Shami und mit einem Mage. Da sind wir, denke ich, gut genug aufgestellt. Ich habe eher so ein bisschen Sorge vor den Bossen. Vor allem vom zweiten, dritten. Das könnte interessant werden. Dementsprechend Full Single Target. Ab dafür. Talente können wir uns jetzt mal angucken, was ich gerade spiele. Da bin ich jetzt so unterwegs. Einfach wirklich für maximalen Single Target. Deeps und... Gear 226 spiele ich das folgende mit dem urzeitlichen Arkan-Pulsar Leggy. Und da haben wir jetzt auch schon tatsächlich den ersten Mob des neuen Seasonal Affixes gequält. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so macht. Auf jeden Fall, wenn wir den jetzt down prügeln, kriegen wir dann alle eine Anima-Kugel und können uns ein Talent auswählen. Hier haben wir oder bei jedem Mob haben wir mit einem anderen Fähigkeiten-Repertoire zu kämpfen. Hier haben wir jetzt als erstes mal die dicke Fläche, die da einschlägt und danach auch einen Kringel am Boden hinterlässt. Ich denke mal, das dürfte jetzt nicht allzu schwer sein, da nicht drin zu stehen. Ansonsten haben wir hier noch alle 3 Sekunden Feuerschaden, den wir bekommen. Das wird auch immer mehr, plus dazu Debuffs, die der Heiler dispellen muss. Also overall würde ich schon sagen, kommt hier ganz gut Gruppenschaden rein. Vermute jetzt aber mal für einen Heiler, der ein bisschen Gear hat und geübt ist, nicht allzu schlimm. Und dann immer mal den Dude kicken. So, und jetzt haben wir hier... die Anima-Kugel. So, was haben wir? Wenn ihr mir jetzt gibt es durch besondere Meisterschaft und Crit erhöht, dann Ziel... sind wir mal der höchste Wert gewährt. Begegnen die innerhalb von 40... Ich nehme mal das mit. Weil das eine Talent mit dem gesteckt mehr Schaden ist, glaube ich, schon ganz nett. Aber da wir Tyrannical haben und die Bosse länger leben... glaube ich persönlich, dass ich das halt nicht so lang abhaben kann. Und so habe ich nochmal knapp 10% mehr Mastery mehr. Das erscheint mir doch ganz sexy. Und recht useful. Oh, Healer dead. Huh. Klose. Da habe ich nie aufgepasst. Zu viel gelabert gerade. Upsi. So, den kann ich noch nicht. Jetzt können wir. Jetzt macht der auch weniger Damage. So. Jetzt sind alle von uns zumindest schon mal mit einer Anima-Power ausgestattet. Das ist ganz nett. Jetzt mal gucken. Okay, der zweite Dude steht vorm zweiten Boss. Jetzt hier Bloodlust. 3,15 Millionen haben die beiden. Ist natürlich schon mal ein Wort. Oh, der Tank kriegt natürlich satt ins Gesicht. Das geht schon ganz, ganz gut ab hier. Aber
Was soll ich sagen, ne? War zu erwarten. Sind ja hier nicht plus null drin. Bis hierhin gehen die Bosse aber ganz gut down. Ich glaube, als DD merke ich jetzt bei dem Boss zum Beispiel nicht so viel, würde ich vermuten mal. Ich glaube, den stressigsten Part haben jetzt hier einmal der Heiler und halt der Tank mit diesem Overhead-Smash, der halt wirklich ziemlich gut reindrückt. So, 50% der Boss. Ist irgendwie auch wieder ein komisches Gefühl jetzt gerade, so ein 15er-Key zu gehen, wo du weißt, du musst eigentlich wirklich gut und konzentriert spielen, da ansonsten hier auch schon ein 15er schnell mal in den Arsch gehen kann. Und was halt auch noch mit reinspielt, wo ich halt immer misstrauisch bin. Ich habe halt keinen Bock, dass ich jetzt hier den 15er-Key habe und der dann depleted wird. Beziehungsweise das wäre mir egal. Es geht mir ja jetzt hier erstmal hauptsächlich drum, nächste Woche in der Kiste ein schönes Item zu haben. Aber es wäre halt bitter, wenn jetzt hier irgendwas passiert und die Leute lieben. Weil dann ist halt der Key Fujikado, ne? Und das gilt es zu vermeiden. Dementsprechend auch blöd. Leider, dass der Healer eben gestorben ist beim Trash. Weil ich mich zugegebenermaßen etwas sicherer fühlen würde, wenn wir jetzt... wenn wir jetzt hier beim Boss noch ein Battle Reds mehr hätten. Aber gut, ich glaube... jetzt ist das Viech in der Luft. Und jetzt sollte das Gröbste durch sein. Ich ziehe jetzt nicht Convoke, das wäre jetzt gewastet. Der Boss sollte dead sein. Und so ist es. Perfekt. 2 Minuten 36. Also, ich gehe mal davon aus, es ist machbar mit der Gruppe. Es ist machbar. Wie gesagt, wo ich mir halt noch so ein bisschen unsicher bin, war jetzt halt mit der Anima-Power. Da habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht groß geguckt, was man da jetzt auf jeden Fall als das Beste nehmen sollte. Okay, und jetzt smasht hier noch der Full Moon rein. Rems. Wie ich eben schon gesagt hatte, hier an der Stelle, da merkst du jetzt halt, dass ich drauf verzichtet habe, in Sachen Talente voll auf AOE zu gehen. Da wird bei den anderen halt schon ein bisschen mehr kommen. Aber ich hoffe dann gerade, bei dem Boss eben sah es ja ganz gut aus. Und ich glaube dann auch bei den nächsten beiden, da wird das auch mir zugutekommen. Ich hasse diese Trashpacks hier. Die sind so stupid. Hauptsache, der wirft das Ding mal durch die Wand, ey. So, jetzt convoken wir mal wieder. Wie ich es auch schon mal in einem anderen Video gesagt hatte, manchmal ist es gar nicht mal so gut, zu lang zu warten und immer zu hoffen, dass man den perfekten Moment erwischt in Sachen CDs. Deswegen einfach mal ziehen jetzt. So. Sehr schön. Die müsste man eigentlich auch da oben spielen können, glaube ich. Letzten Endes. Habe halt auch gerade noch schön meine CDs ab. Das ist halt auch ganz nice. Wobei ich jetzt so sagen muss, beim Trash, klar ist es Tyrannical. Aber ich finde, da kommt es einem jetzt gerade noch nicht so viel schwerer vor, als vielleicht in den Vorwochen oder in der vorherigen Season. Ich bin auch nicht wirklich gerade den Rage-Effekt am runternehmen, weil ich das Gefühl habe, das geht sich auch so ganz gut aus. I don't know, kommt vielleicht noch. Wobei das jetzt hier sind ja auch nicht die
ätzendsten Trash-Packs, sage ich mal. Da kommen noch welche, die schon ein bisschen ekliger sind. So, jetzt nutzen wir erstmal, lassen dem hier einen Mond ins Ghetto krachen. So, Cooldown ist am Start. Das muss ich sagen, gefällt mir ganz gut am neuen Legendary. Ich mag den Effekt persönlich lieber als den Playstyle mit dem vorherigen. So immer mal seinen Cooldown zu bekommen, ist halt doch cooler als ein bisschen Crit. Auch wenn ich weiß, dass es sehr stark war. So. 44% Trash. Zwei Bosse noch. Drei Bosse noch. Wie gesagt, da bin ich mal sehr gespannt. Zweiter Boss wurde ja genervt. Ich glaube, der wird jetzt nicht mehr so das Superproblem. Aber die letzten beiden. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, das könnte ätzend werden. Sehr schön. Da hat einer Aggro. Und da kommt der nächste Full Moon. Sehr nice. Da können wir doch, würde ich sagen, gleich nochmal einen hinterher schicken. Weil es so schön ist. Oder war viel eher. Zack. Oh, ich habe Aggro. Da nehmen wir aber jetzt definitiv mal den Rage-Effekt runter. Nicht, dass der uns hier mit seinen Casts noch über die Wupper schickt. Gleich da oben kommt dann ein, ja, ich sag mal, ekligeres Pack. Wenn wir da auf dem nächsten, wie soll man das hier nennen, Abteil sind. I don't know. Und das war Klose. Da hat einer nicht an die kleinen Larions gedacht. Gut, die sind out down. Sehr schön. Und weiter geht's. Hier oben wird's jetzt, glaube ich, könnte mit der kniffligste Part werden. Overall gesamt, ja, ist glaube ich okay. Dafür, dass ich jetzt nicht auf AE gespeckt bin, würde ich sagen, ist es noch vertretbar, was ich hier mache im Vergleich zu den anderen. Könnte schlimmer sein. Ja, könnte besser sein. Aber ja, wollen wir uns jetzt mal nicht allzu sehr beschweren. So, die knocken wir mal zurück. Der Mage raspelt da richtig dick rein. Oh, und da ist er dead. Er hat zu dick geraspelt. So, ich retz den. Minibosse, einer noch vom zweiten Boss und die anderen beiden sind vom letzten Boss.
Vom dritten Boss. Das heißt, man muss dann da tatsächlich auch den Trash spielen, so wie es aussieht. Persönlich fände es tatsächlich auch cooler, wenn man jetzt hier schon die Möglichkeit hätte, vom zweiten Boss den nächsten Miniboss zu spielen. Weil ich nicht weiß, auch wenn der genervt wurde, der könnte, glaube ich, doch fies sein. Gerade wenn er lang dauert. So, stellen wir mal Beam. Die Dudes da mal alle zu silenzen. Fiese Gruppe. Die haut auf jeden Fall richtig rein. Oh nein, da ist der Tank dead. Shit. Shit, shit. Hä? Achso, ne, kann ich nicht nochmal. Hab mich jetzt gewundert, warum das Ding da immer noch ist. Hoffentlich sterben sie nicht. Vielleicht schaffen sie es noch. Ne. Tank dead. Fiese Gruppe. Er schreibt auch, these are not linked normally. Meine ich nämlich auch, weil eigentlich waren diese kleinen Flatterviecher extra. Und nicht mit der, mit den Dicken noch dabei. Wenn mich nicht alles täuscht. Weiß nicht, haben wir eben noch einen Down bekommen? Ja, haben wir. Also ist zumindest was down gegangen, wenigstens das. Huch, wo kommt der denn jetzt her? Ja, auch noch nie aufgefallen. Das kostet jetzt natürlich Zeit hier. Das ist etwas ärgerlich. Wenn man da bedenkt, dass auch der dritte und vierte Boss etwas Zeit benötigen. Es wird eng, sagen wir es mal so. Das könnte eng werden, so. Ah, den Pull hat man hier. Da haben wir doch nicht viel down gekriegt, tatsächlich. Leider. Also viel Zeit verloren, um quasi keinen Progress zu machen. Das kostet natürlich. Ja, kick mal den mal schnell. Okay, die fliegen ziemlich down. Da muss ich, glaube ich, jetzt nichts ziehen. Dann versuche ich noch ins nächste Pack mit reinzuballern. Kommen nämlich jetzt dann. So, Trinket usen. Das war perfekt. Jetzt kommen die zwei. Die zwei. Das Pack. Da knallen wir jetzt auch direkt rein. Und wenn die Convoke ist, noch der Vollmond hinterher. Röms. Ah, ich habe keinen Kick. Sadly. Schade, dass wir da bei denen eben nichts groß down gekriegt haben. Das hätte zeittechnisch auf jeden Fall sehr geholfen. So, und nochmal ein Vollmond. Noch laufen CD. Oh, perfekt. Der hat geschmeckt. So, das Pack wird jetzt nochmal eklig. Und danach haben wir zumindest, was Trash angeht, glaube ich, die schlimmsten Sachen halbwegs hinter uns.
Aber sehr gut. Er CC'd auf jeden Fall schon mal einen da weg. Das ist wichtig. Muss ich nur aufpassen. Zum einen sollte ich mal nicht so viele Vulkane mitnehmen. Und zum anderen wäre es, glaube ich, ganz cool. Jetzt muss ich. Okay, da ist schon einer runtergegangen. Den jetzt auf jeden Fall mal den Rage-Effekt runternehmen. Gut, was natürlich auch sein kann, was ich jetzt nicht weiß. Wir haben sehr viele der nächsten. Der Pöller kommen halt jetzt erst hinten raus im Dungeon. Kann natürlich auch sein, wenn wir da jetzt super gute Perks kriegen, dass das hier hinten den Run halt schon nochmal deutlich beschleunigt. Möglich ist es. Gut, was natürlich jetzt ein bisschen kacke ist, dass der Boss hier rumcharge und da hinten eigentlich der Pillar ist. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es ungewollt mal dazu kommt, dass da der Boss mit in den Pöller gezogen wird. Ja, da haben wir nämlich das Spielchen. Da ist der Boss. Da wird es wahrscheinlich sogar mehr Sinn machen, den erstmal zu pullen und dann rauszuziehen, damit der resettet. Okay. Hier verdichtet sich die dunkle Magie des Schlunds. Lasst ihre haben, glaube ich, genug Platz jetzt, hoffentlich. Okay, da ist ein Debuff, der raus muss. Wir sagen wollte hoffentlich jetzt hier nicht. Oh boy, ich bin so bad. Da habe ich nicht aufgepasst. Absolut nicht. Da stirbt jetzt auch der Charmy. Also nicht vorm Boss stehen, nicht vorm Miniboss stehen. Wer von dem Kreis oder wer im Kreis umgeben ist, weg von seinen Dudes. Und gleich kommen dann noch so Swirlies am Boden, wo man auch nicht drinne stehen sollte. Oh. Pala will mich wiederbeleben. Ich glaube, jetzt kann ich. Holy shit, ey. Vor allem jetzt fliege ich hier auch noch den ganzen Weg hier runter. Meine Herren. Richtig klasse. Die Kreatur ist tot. Nehmt nun ihre Macht an euch. Ja, ich glaube, das war's dann. Das gibt keinen In-Time mehr. Dafür dauert das jetzt zu lang. Anhänger des Märtyrers gewährt allen Verbündeten 10% verringerten Schaden durch Flächenangriffe. Hat er hier Schaden erleidet, werdet ihr um 1,5% eurer maximalen Gesundheit. Hammer des Richturteils. Eure automatischen Angriffe rufen den Hammer des Richturteils auf euer Ziel herab, was für 2 Sekunden betäubt. Und wenn ihr Schaden erleidet, werdet ihr geheilt. So, jetzt bin ich auch mal da. Holy crap, ey. Ja. Nehme ich auch das Heal-Ding mit. Keine Ahnung. Hört sich jetzt nicht so super sexy an. Aber was willst du machen? Also da hatte ich ja schon bei dem Ankündigungsvideo zum neuen Season-Affix die Boni, die ihr durch diese Anima-Zellen bekommen könnt, sind sogar quasi fix.
Also es ist nicht random. Oder sagen wir mal so. Es ist nicht so, dass es 70 Boni gibt und jeder Run ist random. Aus all diesen ganzen Boni. Das wäre dann ein bisschen zu krass. Also jeder Miniboss hat ein gewisses Repertoire an Fähigkeiten, die er euch geben kann. Und dementsprechend könnt ihr euch also dann auch drauf einstellen. Und da gibt es bestimmt auch schon Listen, welches Talent bei welchem Miniboss für eure Klasse, für euren Spec Biss ist. Also, oder das Beste. Ist ja jetzt nicht anlegbar. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt I hate this boss. Geschwindigkeit nicht übertreffen. Erlebt wahren Glanz. Aus den Schatten beobachte ich euren Untergang. Gut, der war jetzt tatsächlich oder ist tatsächlich weniger schwierig als gedacht. Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Aber halt eben durch die ganzen, durch den einen Wipe und mein Glanzauftritt da, haben wir halt einiges an Time verloren, was ich glaube, was wir nicht wieder reinkriegen. Ich glaube nicht, dass wir die zwei Bosse würden wir wahrscheinlich schaffen in 10 Minuten, aber nicht noch mit dem ganzen Trash. Und wir müssen ja noch die beiden Pillar spielen. Eure Siegkraft ist euer Untergang. 2 Minuten 4. Die anderen beiden Bosse dauern halt aber auch wesentlich länger. Und bieten auch mehr Potenzial für Viperinos. Wir opfern, weil wir müssen. Würdensterblicher behindern nur unsere heilige Pflicht. Nein, ein Sterblicher war es. So, da ist einer und da ist einer. Heißt aber auch, wir müssen auf der Treppe ziemlich viel Trash spielen. Was vermutlich bedeutet hätte, dass wir am Anfang, wo wir die beiden Seiten nach dem ersten Boss geklärt haben, dass wir das auch nicht hätten machen müssen, um Zeit zu sparen. Sind, glaube ich, jetzt alles so Sachen, das lernt man dann jetzt mit der Zeit. Weil da oben der Trash scheint weg. Nee, ist er nicht. Ich denke, das lernt man dann mit der Zeit. Er ergibt sich mit der Zeit, dann ergeben sich auch wieder neue Routen, andere. Diese Boss-Mobs geben keine Prozente. Tatsächlich. So, was macht er jetzt? So. Jetzt sollte ich vielleicht mal zusehen. Okay, der hat ein 4. Auch gar nicht mal so geil. Gerade falls man den halt eine Heilung um 50% verringert. Also der ist auch gar nicht mal so ohne. Jetzt kommt wieder der 4. Da ist es ganz gut, dann einen Charmy dabei zu haben fürs Totem. Heißt aber auch, dass man mit dem durchaus vorsichtig sein muss, wo man ihn spielt. Nicht, dass man da dann in 12 Trashpacks noch gefiert wird. Das kann dann halt auch den Run mal schnell zunichte machen. So, dritte Anima-Kugel in meinen Mund. Was gibt's, wenn mehr als Gesundheit hat, Crit und Mastery erhöht? Ah, das ist der Necrotic-Dingens. Ich nehme jetzt mal das hier mit. Das ist quasi wie es Volcanic. Nur, dass in dem Fall die Spieler davon profitieren. Macht also ein bisschen Schaden und knockt die Gegner nach oben. Gucken, wie oft das kommt überhaupt. Ob es sich lohnt, sage ich jetzt mal. Ich glaube, da war es jetzt. Dann nochmal. Vulkanische Eruption.
hat 12% des Schadens gemacht. War eigentlich sogar gar nicht mal so scheiße. Dann haben wir den letzten Miniboss. Oh boy. Da muss man auf jeden Fall die Ketten brechen, bevor er das Schmettern einsetzt. Good to know. Wobei als Druide könnt ihr dann natürlich auch einfach shapeshiften. Dann habt ihr den Crab weg. Die Welle kriegt scheinbar jeder Schaden von. Lässt sich nicht umgehen. Denke mal, Blinks können wir vielleicht eigentlich gleich auch nochmal ausprobieren, ob Blinks funktionieren bei den Ketten. Da haben wir wieder die Welle. Jetzt müssten bestimmt nochmal... Ja, Blinks funktionieren auch. Good to know. So, dann ist der dead. 7 Minuten, 2 Bosse und ein bisschen Trap. Nee, das wird nichts. Das wird leider nichts. Also, wenn ich ehrlich bin, so geil sind die Boni da jetzt nicht. Mist, die... Sind jetzt halt auch leider mit dem Goliath in Fight, das ist auch nicht so geil. Gucken, ob uns das noch... hinten raus das Genick bricht. Ja, klasse. Das bedeutet eigentlich auch, ich kann nicht geretzt werden. Weil wir noch mit dem Typ da hinten in Fight sind. Also es war overall gesehen jetzt kein cleaner Run, war nicht super fail. Aber fehlt halt dann doch ein bisschen. So, dadurch, dass wir halt alle auch noch keinen... Ich glaube, wir haben Gear 2 22 bis zu 26. Noch keiner hat irgendwas richtig Krasses am Start. Da merkst du es halt auch dran. Und ich glaube, jetzt muss ich releasen. Nee, doch nicht. Pickt mich ab. So, dritter Boss. Ich bin gespannt. Wer uns im Weg steht, geht unter. Ich dachte, die kommen alle ein bisschen näher ran, dass wir die Orbs schöner ablegen können. Dem war jetzt auch nicht so. Bin mal gespannt, wie das gleich reindrückt. Ich glaube, das könnte echt wehtun. Ihr müsst vernichtet werden. Da habe ich auch gefailt. God damn it, ey. Gut, einziger Vorteil, wir haben gleich Mage, kann die Dinger soaken und blocken. Der Pala hat theoretisch seine Bubble. Da können wir ein bisschen was gut machen, sage ich mal. Davon ab hoffe ich jetzt einfach, dass das nicht allzu krass rein scheppert. So, ich nehme jetzt auch mal zwei Orbs. Zack, zack. Ja, es geht. Es geht tatsächlich. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt.
müsst vernichtet werden. Denk mal, eine Intermission-Phase werden wir auf jeden Fall noch bekommen. Aber nichtsdestotrotz sieht ganz so solide aus soweit. Wer uns im Weg steht, geht unter. Hauptsache, oder das war mir eigentlich am wichtigsten, Hauptsache, wir schaffen's, den Key. Einfach, dass man nächste Woche auch was in der Chest hat. Dem wird wohl auch so sein. Alles andere, sage ich mal, wäre jetzt eine Dreingabe gewesen. Man hat auch schon mal ein bisschen jetzt M-Plus-Score. Ist dann auch nicht verkehrt, sage ich mal. Gibt scheinbar doch keine Intermission mehr. Interessant, hätte ich nicht gedacht. So, dead ist er. Wir sind auch nicht mehr in Fight. Das ist auch ganz gut. Damit können wir hochgehen. Drei Trash-Mobs jetzt noch plus Endboss. Von den Anima-Boni muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Da war Pride doch irgendwie cooler. Und auf dem Boss-Fight hat die Eruption sage und schreibe 3% gemacht. Oh, die können, toll, die können nicht hoch. Crap, ey, warum konnte ich dann jetzt hoch und die nicht? Das war zu früh, glaube ich. Ja, ich sterbe. Nice. Nicely done. Aber ich sag mal so, jetzt ist eh wurscht. Jetzt ist eh wurscht. Timer ist gleich ausgelaufen. Der ist dead. Und jetzt können wir langsam Richtung Endboss, Gott sei Dank. Alles in allem, was ich schon mal als Fazit sagen kann, es war jetzt nicht, ich hätte gedacht, es wäre schwieriger, tatsächlich. Aber, wie soll ich sagen, das mit den Anima-Boni klang auf dem Papier spaßiger, als es bisher war. Da würde ich jetzt wahrscheinlich einfach mal abwarten. Beziehungsweise würde ich mir jetzt noch nicht sagen wollen, nach einem Mal ist super oder ist Mist. Aber Pride hat direkt, als man das erste Mal gemacht hat, irgendwie mehr gebockt, wenn ich das so sagen darf. So, CD ab, rein da, Rage runternehmen, don't forget. Also allein dafür sind in dieser Woche dann schon Druiden und Hunter ziemlich, ziemlich gut geeignet.
Denke mal, ich ziehe jetzt hier auch mal CDs rein. Dass wir hier ein bisschen schneller vorwärts kommen. Und letzter Klotos. Dann können wir in den Bossfight rein. Thank God. Speer ist am Start. Ja, und davon ab, ich würde sagen, Intime wäre auf jeden Fall drin gewesen. Ich habe teilweise ziemlich bad gespielt. Dann dieser eine Wipe auf der zweiten Plattform vom zweiten Boss. Dadurch, dass wir halt nur einen Mini-Flatterviech down gekriegt haben. Und dafür halt so weit dann noch laufen mussten allesamt. Das hat halt enorm viel Zeit gekostet. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, ich heile mal kurz mit hier rein. Holy shit, kommt hier gerade Damage. Da bin ich auch dead. Oh, ich bin auch so dumm. Ich hab den Rage-Effekt nicht runtergenommen. Ich spiele so schlecht gerade. Naja, ich muss sagen, meine Konzentration ist jetzt nicht mehr allzu hoch. Das war auch wieder mein Ding. Ja, hätte ich vorher runternehmen sollen, müssen, wie auch immer. Dann wäre das nicht passiert. Aber gut, wir haben es geschafft. Endboss, wenigstens das. Und den knallen wir jetzt noch um. Gucken, was es für einen Key dann gibt. Oder bin vor allem auch mal gespannt, wie schwer jetzt der Boss ist. Könnt mir vorstellen, der ist durchaus auch nicht so angenehm. Und Abfahrt. Bloodlust ist am Start. So, da weichen wir mal schön aus. Bin auch gar nicht so sicher, was gerade für ein Loot hier droppt. Ob es 2,39 ist die Woche. Die erste ID ist ja immer ein bisschen reduzierter, damit die Leute da nicht zu krass hier absnacken für die Mythic-ID danach. Also für die Mythic-Raid-ID. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber was zum Beispiel was ich nehmen würde, wäre das Trinket hier, die Munition. Verschwindet von hier. Der Speer bringt sie mit ihm zu Fall. So. Unterstützen wir mal den Heiler. Und geben hier ein bisschen Heal mit rein. Passt aber. Den ganzen Kram jetzt noch ein zweites Mal und dann haben wir es auch geschafft. Also, die Bosse waren tatsächlich nicht so schlimm, wie ich es erwartet hätte. Aber, ja. Man merkt halt doch dadurch, dass man noch nicht so das krasse Gear hat, um das Ganze auszu... Mir fällt das richtige Wort nicht ein. Och, Kerl, es ist schon spät, ey. Ich merk's langsam.
das Ganze auszugleichen. Das wollte ich sagen. Ja. Da muss man dann doch ordentlich spielen. Ansonsten geht es in Time oder wird es in Time ziemlich knapp. An der einen oder anderen Stelle. Aber wie gesagt, nicht schlimm. Erster Dungeon. Wir hätten es schaffen können, ja. Aber dass es jetzt nicht so war oder ist, ist überhaupt kein Problem. Vor Wut. Der Speer bringt sie mit ihm zu Fall. So, Speer ist raus. Speer hat getroffen. Perfekt. Alles gut. Und damit kann man sagen, haben wir es geschafft. Wenn wir jetzt noch wipen, da müsste schon ziemlich viel schief gehen, sagen wir es mal so. Yay! Geschafft. Welchen Key? Hallen der Söhne 14. Der könnte gehen. 175 Score bekommen. Und jetzt mal schauen. Kein Item. Damn it. Hat wer anders was bekommen? Lang haben wir unsere sterblichen Leben als Bürde gesehen, die es für den Dienst abzulegen gilt. Oh, sogar nur 229. Uns Sterbliche gerettet. Eine Stangenwaffe und Handschuhe. Okay. Ja, gut. Gibt es für die Kyrianer viel zu besprechen. Also die Woche auch noch nicht allzu krass. M-Plus-Loot am Start. Dafür aber, gut, haben wir zwei Conduits bekommen. Ein bisschen Anima. Und das Wichtigste, wir haben nächste Woche ein ganz gutes Item in der Kiste. An dieser Stelle, danke fürs Zusehen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn es jetzt nicht so der Uber-Hammer-Super-Burner-Run war. No, der stellt Steinart-Portal, der alte Troll. Und ich habe nicht geguckt. Naja, egal. Sei es drum. Was wir jetzt können mal gucken. Haben wir nächste Woche 252er Item in der Truhe. Das ist gut. Das wird uns einen dicken Boost geben. Also schon mal das Ziel erreicht. Da freuen wir uns. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Damit sage ich bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Reingehauen.